Wenn man einen Markt sich selbst überlässt, besonders einen Markt, wie wir ihn aus Amerika kennen, einen neoliberalen Markt, dann ordnet er sich nicht von selbst zum Sozialen hin. Das heißt, wir brauchen Ordnungspolitik. Diese Ordnungspolitik muss sich überlegen, welche Effekte sie erreichen möchte, muss sich dann eine Strategie erarbeiten. Soziale Marktwirtschaft soll nicht überregulieren, sie darf nicht regulieren, sondern sie sollte richtig regulieren. Zunächst braucht man ein Grundverständnis, was überhaupt soziale Marktwirtschaft ist. Das ist ein bisschen verloren gegangen. Wenn ich mit jungen Leuten und meinen Studenten zum Beispiel spreche, die wissen zum Teil gar nicht, worum es geht. Marktwirtschaft ist einerseits das freie Kräftespiel der Märkte und sozial bedeutet, dass die Schwachen geschützt werden und die Starken alles tun, um den Schwachen zu unterstützen. Jetzt mal sehr abstrakt formuliert. Und das wird gerade in Zeiten und unter den Zeichen von Klimawandel, Wasserdiskussion, CO2-Reduktion etc. wird es sehr, sehr wichtig sein, sozial auch ökologisch zu verstehen und zu definieren. Die soziale Marktwirtschaft ist ein ganz wichtiger Auftrag, den wir aus dem Grundgesetz ableiten können. Für mich muss die soziale Marktwirtschaft den Ausgleich schaffen, um für alle Menschen Gerechtigkeit und ein Leben in Freiheit, Vielfalt und Teilhabe zu ermöglichen. Sozial und Marktwirtschaft sind keine Widersprüche, sondern die beiden Dinge bedingen einander. Sie gehören zusammen. Wir brauchen einen starken Sozialstaat, damit die Menschen eine Chance haben, Teil der Marktwirtschaft zu sein. Und bei der sozialen Marktwirtschaft geht es für mich um die Frage, wie wir den Menschen Eigenverantwortung geben können, selbst für sich ihr Leben zu gestalten. Und das ist die Herausforderung. Das gilt leider für heute nicht mehr für alle Menschen. Und da sehe ich die große Aufgabe von Politik und Gesellschaft, wieder allen diese Eigenverantwortung zu ermöglichen. Das Modell soziale Marktwirtschaft ist natürlich zeitgemäß. Planwirtschaft gescheitert, Turbokapitalismus führt zu asozialen Verhältnissen. Also brauche ich einen vermittelten Weg, wo alle Stakeholder, alle, die im Wirtschaftsleben betroffen sind, eingebunden sind. Und da spielt die soziale Komponente natürlich eine wichtige Rolle. Und sozial heißt in dem Fall werteorientiert. Und das Genossenschaftswesen in Deutschland, über 20 Millionen Mitglieder, ist gelebte soziale Marktwirtschaft. Und wir müssen aufpassen, wenn wir den Begriff auch ökologisch definieren oder erweitern, was erforderlich ist, dass wir nicht so nebenbei und versehentlich oder unwissentlich in eine Art Ökokolonialismus abdriften, wenn ich zum Beispiel an die Produktion von Batterien denke und wie die Abbaubedingungen in einigen Regionen Afrika, zum Beispiel Lateinamerika, sind und wir sozusagen uns zwar hier gut fühlen, aber andere Menschen darunter leiden. Das wäre eine asoziale soziale Marktwirtschaft. Das Modell der sozialen Marktwirtschaft ist zeitgemäßer und wichtiger denn je. Denn wir sehen, es gibt ein paar wenige Menschen in Deutschland, die immer reicher werden, die immer mehr Wohlstand auf sich vereinen und immer mehr Menschen, die immer weniger haben. Und deswegen ist die soziale Marktwirtschaft das Modell, das den Ausgleich schaffen muss und das auch den Menschen beispielsweise gute Löhne ermöglichen muss, die viel arbeiten, das dafür sorgen muss, dass es bezahlbare Mieten gibt und das eben auch beispielsweise eine Gesundheitsversorgung und eine gute Bildung garantieren muss. Und das kann die soziale Marktwirtschaft und das muss sie leisten. Das Modell der sozialen Marktwirtschaft ist zeitgemäßer denn je. Denn im globalen Wettbewerb mit den USA, mit einem sehr starken Marktwirtschaft und wenig Soziales, und auf der anderen Seite China mit einer sehr dem starken Staat und wenig Marktwirtschaft, brauchen wir etwas, das letztlich die Menschen mit der Marktwirtschaft vereint. Gerade Globalisierung und technologischer Wandel führt zu einer zunehmenden Polarisierung in unserer Gesellschaft, in allen Gesellschaften. Um diese Polarisierung zu begrenzen, um Menschen Chancen zu geben, dafür ist eine Sozialmarktwirtschaft eigentlich genau das richtige Modell. Deshalb ist es kein Auslaufmodell, sondern das Modell der Zukunft. Die soziale Marktwirtschaft ist sehr zeitgemäß, sie ist sogar sehr nötig im 21. Jahrhundert. Allerdings ist es so, dass sich Markt ändert, die Gegebenheiten ändern sich und soziale Marktwirtschaft müsste sich dem anpassen. Ein Beispiel, wenn wir an Arbeitnehmer denken, dann sind Arbeitnehmer heute höchst geschützt. Es entwickelt sich aber beispielsweise gerade im digitalen Zeitalter ein neues Prekariat. Das sind die Programmierer oder die Künstler, deren intellektuelles Eigentum nicht mehr viel wert ist. Sie leben prekär. Die sind nicht geschützt, die fliegen aus jeder Krankenkasse, aus jeder Sozialversicherung raus und hier muss man sich überlegen. Also man muss adaptiv sein im 21. Jahrhundert, was im 20. Jahrhundert richtig war und für die soziale Marktwirtschaft galt, das muss im 21. Jahrhundert nicht mehr dasselbe sein.
Damit das Modell der sozialen Marktwirtschaft kein Auslaufmodell ist, braucht es mutige Politikerinnen und Politiker, die für die soziale Marktwirtschaft eintreten und die durch Gesetzgebung Rahmenbedingungen schaffen. Es braucht aber natürlich auch Unternehmen, die an ihren Gewinnen Beschäftigte teilhaben lassen, die gute Löhne zahlen, von denen alle das Leben bestreiten können. Es braucht aber natürlich auch die, die die Interessen der schwächeren Bürgerinnen und Bürger vertreten. Und damit meine ich Sozialverbände, Gewerkschaften und NGOs, die sich für Menschen einsetzen. Damit die soziale Marktwirtschaft kein Auslaufmodell ist, braucht es aber vor allem eins, nämlich die gesellschaftliche Solidarität aller und alle, die sich dazu bekennen, dass die Marktwirtschaft das Modell ist, das für eine Demokratie, für Frieden und Freiheit Stabilisator ist. Meine Sorge ist, dass die soziale Marktwirtschaft in Deutschland heute nicht mehr so gut funktioniert, wie sie das lange Zeit in den letzten 70 Jahren getan hat. Der Hauptfokus muss auf Chancengleichheit liegen, über mehr Inklusion im Bereich Bildung, gerade in der frühkindlichen Bildung, weniger Diskriminierung im Arbeitsmarkt, beispielsweise von Frauen, was für uns das größte auch wirtschaftliche Potenzial ist, und eine Stärkung der Sozialpartnerschaften zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Das sind drei wichtige Elemente, die für mich dazugehören, genauso wie ein aktivierender Sozialstaat, der Menschen Chancen in ihrem Leben eröffnet. Denn letztlich geht soziale Marktwirtschaft um Eigenverantwortung. Die soziale Marktwirtschaft muss sich auf die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts einstellen. Sie muss unter Umständen etwas agiler werden. Wir haben im 21. Jahrhundert eine hochvernetzte, stark digitalisierte Gesellschaft. Damit haben wir ein komplexes, dynamisches System geschaffen. Die Gesetzgebung, wie wir sie im 21. Jahrhundert haben, funktioniert unter Umständen im sozialen, in diesem sozialen System nicht mehr. Man muss gegebenenfalls auf andere Steuerungs- und Regelungsmechanismen zurückgreifen. Das ist das eine. Zum Zweiten ist es aber so, dass die soziale Marktwirtschaft nicht einknicken sollte vor neuen digitalen Geschäftsmodellen oder auch die Technologien. Und sie sollte nicht sagen, wir nehmen jetzt Regulierung zurück, damit wir diese neuen Möglichkeiten zulassen, sondern wir regeln richtig. Ich glaube, wir haben momentan die Gefahr, dass durch die vielen unterschiedlichen Diskussionen es fast schon so eine Art Auslaufmodell ist. Also man muss aufklären, Bildung ist wichtig. Die jungen Leute müssen verstehen, dass hier eine große Chance besteht, denn die soziale Marktwirtschaft war der Garant des Wiederaufstiegs, des wirtschaftlichen Wiederaufstiegs Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Mitbestimmung ist zum Beispiel ein wesentlicher Aspekt dieser sozialen Marktwirtschaft.